dann heute offensichtlich mal gesagt, ich versuche mal alles, um zu glänzen. Es ist schief gegangen. Jetzt kommt Noriaki Kasai. 99 Mal ist er schon über 200 Meter geflogen, wenn meine Liste stimmt. Und dann ist das hier ein Jubiläumsflug. Den Probedurchgang natürlich ausgelassen und ran an die Führungsweite. So geht er wieder hier. Das gibt's ja nicht. Wie, bitteschön, kriegt man das hin, sich im Training zurückzuhalten, hier gar nicht aufzutauchen? Er hat so ein starkes Muster im Kopf. 239 ja. Meter, 4 Meter hinter Eisenbichler, aber mit einer Stufe weniger Anlauf. Er kriegt ja 7,5 Meter draufgepackt als Bonus, also müsste er gleich in Führung gehen. Da macht er sich schnell, gibt es den Spechtflug. Der Specht, der Vogel fliegt ja auch so, wenn er abwärts fliegt, legt er die Flügel an, presst das Gefieder ganz eng heran, holt Geschwindigkeit und dann macht er auf. Dann tut er die Flügel raus und genauso demonstriert uns da der Noriaki. Respechtflug. Ich dachte, das ist ein Adler. Respecht, Respecht. Mit 44 Jahren. Es ist verrückt, sein 100er, 200er, auch 239. Und in Führung. 44 Jahre alt. Und es ist noch kein Ende in Sicht. In Japan ohnehin ist der...